Servus, Leute. Heute gab es mal ein Update in Fortnite und ich habe mir den Cybertruck mit sehr, sehr viel Mühe freigeschalten. Wie ihr hier seht, ihr seht keinen Auftrag mehr vom Cybertruck. Wenn ich jetzt mal gucke. Hier im Spind könnt ihr den Cybertruck nehmen. Das ist der. Er sieht übrigens so aus, das ist jetzt schwarz-matt, das habe ich ausgewählt. Ihr könnt das natürlich ändern, das ist normal. Das ist das, Bayer Offroad. Da gibt es diese Cyber-Tarnung. OMG, oh mein Gott. Dann rostfreier Stahl, sieht nicht so cool aus. Und schwarz-matt. Wir rüsten aber heute mal das da aus. Weil das sieht mal am coolsten aus. Und das sind alles Reifen. Diese Lamborghini Huracan Reifen habt ihr nicht. Außer wenn ihr Lamborghini habt. Die schaltet ihr dann auch frei. Die könnt ihr bei jedem Auto dran machen, was ihr habt. Ihr könnt halt auch die machen. Das sehen nicht so cool aus. Oder halt einfach die Cybertruck Reifen. Hier alles, wie man es kennt. Aber wir werden heute nur mit dem Cybertruck fahren. Und da spielen wir aber null bauen. So, wir sind jetzt schon mal in einer Runde. Und wir werden mal bei Redline Rick oder Brutal Beach landen. Ich würde jetzt mal sagen, Brutal Beach landen wir. Brutal Beach Head heißt es, ja. Wie gesagt, wir dürfen heute nur mit einem Cybertruck fahren. Von Elon Musk, dieser Cybertruck. Der kostet ja 100.000 so bis 110.000 oder so kostet der. Ja, wie gesagt, also... Hier wird das Live-Event auch bald stattfinden. Ich glaube auch vielleicht, also es wird wahrscheinlich eh nicht kommen, dass so Tesla Model X oder so reinkommen wird. Das ist dieses Auto, also so ein ganz normales Auto halt hoch und so Elektro halt. Der beschleunigt auch so schnell. Dieses Live-Event wird ja dann so stattfinden, dass dieses Boot irgendwo dahin, so hier bis nach Brimgate irgendwo landet. Dann wird das hier auch alles verändert werden. Durch das Nitro, da ist ja diese Fabrik, diese komischen Zylinder, sage ich jetzt, das sehen so aus wie Zylinder. Das sind solche, also die produzieren ja das Nitro. Und dadurch wird halt eben, könnt ihr durch so Wände laufen und so, ja. Und das kann halt auch Autos antreiben, macht Schaden. Das gibt's, das will ja sozusagen das Schiff hier haben. Muss ich mal. Nehmen wir die Pump mit, die ist besser. Aimbot. Digga. Ja, okay. Ich dachte halt wirklich gerade Aimbot oder so. Hier dieses Nitro, dadurch könnt ihr durch solche Dinger laufen, halt durch Gegenstände und ihr könnt halt noch über Wasser laufen. So, ich will jetzt mal gucken, wo der da ist.
Ja. Ihr könnt halt keinen Fall durchstehen. Das ist auch sehr gut. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich mich heal. Weil ohne Heal geht da nichts. Aber wo sind die? So, den hätten wir auch schon mal gekillt. Das ist sehr gut. Hier, wenn ihr in so eine E-Klasse geht, dann habt ihr einfach den Cybertruck. Also ihr müsst das schon freischalten. Aber sonst ist das sehr cool. Also ihr könnt jetzt Beifahrer, sonst können zwei da hinten. Er macht keinen Sound. Also ich denke, es ist jetzt daher. Er ist um so circa 80% leiser als so eine G-Klasse in diesem Game. Ich würde sogar sagen, er ist pay to win. Nein, wirklich, ich denke, er ist pay to win. Weil er halt einfach so leise ist und er hat manchmal, ich weiß jetzt nicht, wieso der nur 1400 HP hat. Er hatte aber vorher letztens anscheinend 2000 HP, 2100 HP. Und hier, der letzte Anschluss, da hier muss der nur noch paar Meter, 5 Meter oder so. Ja, 12 Meter muss der nur noch, dann ist sogar schon das Schiff mit Nitro versorgt. Hier, das ist nochmal das Nitro, ich kann euch zeigen, Nitro Spray. Ihr könnt dadurch, ja, das könnt euch das am Auto dran machen. Dann, beschleunigt er schneller und hat mehr Ding. Hier, das sind auch solche Mikrofässer. Und so. Letztens, also nicht letztens, das früher, wo Anfang der Season war das ja nur bis. Warte, ich zeig's euch mal. Das war nur. Bis daher. Und das war auch schon cool. Weil man konnte da einfach oben gehen. So, immer Heal mitnehmen in Fortnite. Nicht vergessen. Fahren mit Cybertruck. Seht ihr den? Der hat noch keinen Cybertruck freigeschaltet. Hahaha. Deswegen das Coole. Wir müssen aber mal hier suchen. Also ich glaube nicht, dass es was wird, wenn wir kein Heal haben. Das sammeln wir mal ein und steigen, das war das Mini, steigen in unseren super duper Truck ein, Cybertruck. Ja, komm, mit den Geländereifen sieht der so fett aus. Also ich kann euch ja dann im Vergleich hier. Die Reifen sind jetzt anders, okay. Aber sonst. Guckt euch dieses Biest an, okay. Panzer, also Metall. Und so weiter. Also das Mega-Auto. Viele sagen ja wirklich, dass es pay to win ist. Ich sag jetzt auch schon, es ist halt ohne Spaß pay to win. Die G-Klasse kann da nichts, also sage ich euch, aber die G-Klasse kann da nicht mithalten. In Fortnite halt.
Also es gibt jetzt leider noch einen Bug in Fortnite. Warte. Dass wenn man in dieses Auto, in den Cybertruck einsteigt, dass halt einfach leider, um Gottes Willen, dass ihr mit den Nitro-Fäusten nicht mehr herumboosten könnt. Ihr könnt die nicht mehr benutzen, keine. Komm her! Hä? Habe ich den nicht berührt? Okay, du da oben, du bist jetzt mein nächstes Ziel. Du darfst da. Ah, danke für die 4 Minuten. Für die 2 Minuten oder so. Wir müssen jetzt mal sehr schnell reparieren. Das ist halt auch pay to win. Also diese Reparatur Dinger. Na, du steigst dann jetzt an in diesen Cybertruck. In dem coolsten Auto. Komm her, Boy. Ja, der ist so one. Ja. Wenn der mir jetzt den Kill klaut. Da ist der. Komm her mal. Hey, na, Bro. Burger Pommes. Ach was. Ich bin nicht Burger Pommes. Ihr seht, also das ist sehr, sehr schnell. Ich würde jetzt nicht sagen als normaler Abschluss, aber trotzdem sehr, sehr gut. Holt euch auf jeden Fall, also ich würde halt auch einfach kein Geld für den Cybertruck ausgeben, wenn ihr den eh noch für Aufgaben machen könnt. Also macht das ganz schnell, bevor es den Cybertruck nur noch zum Kaufen gibt. Weil zum Kaufen, ich will den nicht kaufen. Also ich habe ihn ja schon freigeschaltet, aber macht die Aufgaben. Ich habe auch sehr, sehr viel Arbeit für den gebraucht. Aber ihr könnt an einem Tag alle Aufgaben machen. Macht das mal. Oh, hey, na, Bro! Ja, was sag ich? Von wo konnte der das jetzt? Okay, starten wir mal in der zweiten Runde. So, wir sind wieder in der Runde. Und wir landen jetzt auf jeden Fall bei Redline Rig. Da holen wir uns sicher den Boss. Dann ist es auch schon wieder pay to win.
wir müssen auch noch paar Aufträge machen. Den machen wir aber nicht heute. Den mache ich dann in einem anderen Video. Also bei da würde ich einfach gucken, landet da auf dem Dach hier runter. Holt euch mit schnell eine Waffe. Wir brauchen eine Waffe. Da nehmen wir das da. Wir haben eine Waffe. Wir haben zwei Doppelwaffen. Und hier diesen Spray. Der ist auch sehr gut. Der war halt früher, die haben den früher eingefügt. Weil früher konnte ja man nicht mit dem Medkit laufen. Und mit denen kann man auch. Aber das ist irgendwie so dumm. Wir nehmen das aber heute auch als Ziel mit. Digga, was ist mit meiner Waffe? Okay, ich glaube, das waren auch schon alle Gegner. Hier, ihr könnt halt einfach herumlaufen und könnt euren Teamkameraden auch gewinnen. Auch sehr, sehr gut. Wenn ihr kein Medkit habt, und das, dann könnt ihr einfach so, komm her, Freund, ich heal dich. Wo ist der? Müssen wir nur gucken, wo der ist. Ach, da unten. Sneaken wir uns mal schön hin. Ja, jetzt gehst du Krog dahin. Raus. Nein, jetzt nimmt er das Auto noch. Was? Ich hatte dieses Ding. Das schützt nicht? Seit wann schützt das nicht? Seit wann schützt das nicht vor Magnetofrösten? Okay, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr noch kein Like oder Abo da habt, dann macht es mir jetzt und ciao mit au.